Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit Atemstörungen. Und eine der Fragen, die uns seit langem umtreibt, ist eigentlich äußerst simpel. Warum ist es so schwer, veränderte Atmung wieder zu normalisieren? Warum können wir nicht einfach langsam mehr in den Bauch atmen und alles gut? Bei der akuten Hyperventilation funktioniert das ziemlich gut sogar. Einfach schön langsam, rückatmen in die Tüte, alles vorbei. Doch bei der chronischen Hyperventilation nützt das meist wenig, manchmal gar nichts. Man kann es auch umgekehrt sagen. Warum sind chronische Atemnot, Schwindel, Benommenheit, Erschöpfung, Panikattacken so schwer zu behandeln? Warum dauern diese Zustände Monate, Jahre, manchmal Jahrzehnte? Wir glauben jetzt, die Antwort, zumindest einen sehr wichtigen Teil der Antwort, gefunden zu haben. Und darum geht es heute. Im ersten Teil legen wir die Grundlagen und dann geht es um die eigentliche Störung und deren Behebung. Lange Zeit dachten wir, wir müssten nach den verborgenen seelischen Ursachen der anhaltenden Beschwerden suchen. Was belastet einen Menschen? Welche Bürde trägt er aus der Vergangenheit? Welche realen oder unbewussten Konflikte könnten für die Atmung verantwortlich sein? Oder spielt vielleicht einfach die Gewohnheit eine entscheidende Rolle? Und warum werden die Beschwerden häufig auch nach Psychotherapie nicht besser? Ein von mir hochgeschätzter Forscher, Andras Sikter, meinte sogar, chronische Hyperventilierer würden wie Süchtige an ihren Gewohnheiten festhalten. Natürlich, psychische Faktoren spielen eine große Rolle. Doch zu unserer allergrößten Überraschung haben wir jahrelang an der falschen Stelle gesucht. Jetzt glauben wir, die Lösung liegt, halten Sie sich gut fest, in der Chemie des Blutes. Und ich meine damit nicht Neurotransmitter wie Adrenalin, Serotonin, Dopamin. Nein, viel, viel basaler. Es geht um Fragen des pH, also des Säuren-Basen-Haushaltes. Klar, werden Sie jetzt sagen, habe ich immer gleich gedacht, kenne ich schon, der Körper ist übersäuert. Kein Fleisch, viel Kartoffeln und das wird es schon richten. Na, da muss ich Sie enttäuschen. Die Theorie von der Übersäuerung ist zwar sehr verbreitet, aber dennoch unsinnig, unwissenschaftlich, um nicht zu sagen falsch. Selbst wenn Sie sich nur von sauren Gurken ernähren, können Sie das pH des Blutes damit nicht ändern. Und auch mit einem basischen Bad werden Sie wenig richten, es sei denn, Sie sind Hautatmer wie dieser Freund hier. Falls Sie aber schon auf Lungenatmung umgestellt haben, na, dann nützt das wenig. Und zudem geht es bei der chronischen Hyperventilation überhaupt nicht um Übersäuerung, sondern im Gegenteil um eine Alkalose, also das Blut wird basisch. So, genug der Vorrede. Lüften wir das Geheimnis Schritt für Schritt. Es wird ein wenig komplex, aber da müssen wir jetzt durch. Wir atmen alle. Sauerstoff rein, Kohlendioxid raus. Als erstes vergessen Sie den Sauerstoff. Der hat nämlich erstaunlicherweise für die ganze Nummer keine Bedeutung, sofern Sie nicht schwer lungenkrank sind oder sich gerade auf einer Bergspitze im Himalaya befinden. Unsere Atmung wird nämlich durch Kohlendioxid gesteuert. Viel CO2, schnelles Atmen, raus mit dem Abgas. Wenig CO2, langsames Atmen, zu wenig, darf es auch nicht sein. Kohlendioxid kommt im Blut nicht als Blubberbläschen vor, sondern ist als Kohlensäure gelöst. Genau wie in einer Sprudelwasserflasche. Solange sie geschlossen ist, also unter Druck steht, sehen Sie gar nichts davon. Es ist nämlich eine durchsichtige Flüssigkeit. Da CO2 eine Säure ist, beeinflusst sie das Säure-Basengleichgewicht, den pH. Wie Sie wissen, reicht dieser Wert von pH 0, maximal sauer, bis pH 14, maximal alkalisch. Im Magen können wir ein pH von 1 haben, der löst sich sogar Fleisch auf. Weder sauer noch alkalisch ist pH 7, also neutral. Im Blut, hier gefärbtes Wasser, haben wir ein pH von 7,4. Also fast neutral, ein Tick alkalisch. So war das pH des Urmeeres, aus dem unsere Vorfahren gekrabbelt sind. Kleines Souvenir aus der Vergangenheit, nur ein paar Milliarden Jahre alt. Wenn wir jetzt mehr CO2 produzieren,
wir blasen hier CO2-haltige Atemluft ins Wasser, dann steigt der pH sofort an. Es wird ratzfatz sauer. Das können wir natürlich noch viel genauer. Wir tragen in dem Diagramm auf der Senkrechte den CO2-Gehalt in Millimeter Quecksilbersäure auf. Dabei wählen wir einen logarithmischen Maßstab. Je weiter nach oben, desto schneller steigt das CO2. Auf der waagrechten steht der pH in einem linearen Maßstab, also immer gleich. Und daraus folgt dann dieser Zusammenhang, eine gerade Linie. Wenn CO2 ansteigt, wird das Blut sauer, wenn es abfällt, wird es alkalisch. Und es gibt einen Sollbereich. Für das CO2 so um die 40 und für das pH sehr, sehr eng zwischen 7,35 und 7,45. Es darf nicht mehr als 0,1 Stufen schwanken, da praktisch alle biochemischen Prozesse, vor allen Dingen Ionenkanäle, Pumpsysteme in den Zellwänden, davon abhängen. Wird das Blut zu sauer, kommen wir in die Untererregung und sterben irgendwann. Und umgekehrt, in der Alkalose droht erst die Übererregung und dann kommt auch irgendwann der Tod. pH-Stabilität ist also die allererste Priorität. CO2-Stabilität die zweite. 0,1 Stufen im pH. Das bekommen Sie permanent hin. Haben sich eigentlich schon heute dafür bei Ihrem Körper bedankt? Sollten Sie nämlich. Sie produzieren unentwegt eine hochgefährliche Säure, Kohlensäure, eine permanente Attacke auf Ihre pH-Stabilität. Wie lösen Sie es? Naja, indem Sie die Säure in der Lunge in ein Gas umwandeln und abatmen. Dabei müssen Sie exakt so viel Kohlendioxid loswerden, wie Sie in diesem Moment produzieren. Gar nicht so einfach. Am besten geht das, wenn Sie möglichst wenig tun und vor allen Dingen gleichmäßig von diesem sauren Gas erzeugen und dann ruhig und gleichmäßig atmen. Dann ist es vergleichsweise leicht, den Spiegel zu halten. Wann ist das der Fall? Naja, im Schlaf und im ruhigen Liegen. Falls Sie unter Erschöpfungszuständen, Putz oder gar CFS leiden, dann sollten jetzt langsam bei Ihnen die Glocken läuten. Später noch mehr dazu. Sie sehen, irgendwie kann ein normales Leben so nicht funktionieren. Sobald Sie einmal zu schnell atmen, weil Sie zum Beispiel eine Treppe flott hochgehen und dabei vielleicht sogar reden oder telefonieren, dann kann es sein, dass Ihr CO2 kurzfristig um 20 mm abfällt. Schauen wir nach, was da passiert. Sie müssen nur von der 20 mm Linie für den CO2 nach innen und später nach unten zum pH gehen. Dort findet sich ein pH von über 7,6. Also alkalisch, fast wie Seife. Das ist ein Wert, da droht akute Lebensgefahr. So geht's nicht. Umgekehrt, sobald Sie sich heftiger bewegen, entsteht sofort mehr CO2. Und wenn Sie jetzt nicht blitzschnell die Atmung anpassen würden, würden Sie so sauer, dass Sie gleichfalls tot umfallen. So, jetzt hat die Natur ein paar Millionen Jahre nachgedacht und nach einigen Experimenten eine Lösung gefunden, die hat sich als ziemlich genial erwiesen. Sie hat uns nämlich mit einem Puffersystem ausgestattet. Und weil die Idee so gut war, haben wir gleich mehrere davon. Diese Puffer sorgen dafür, dass wir das pH im Blut stabil halten, selbst wenn wir einmal zu viel oder zu wenig Säure produzieren. Und die Hauptlösung heißt Backpulver. Das ist es nämlich, was in unserem Blut herumschwimmt und gar nicht mal so knapp. Nennt sich korrekterweise nicht Backpulver, sondern Natriumbicarbonat, für die Chemiker unter Ihnen Natriumhydrogencarbonat, meist aber als Bicarbonat bezeichnet. Was macht das Puffer? Das Puffer ist in der Lage, sowohl Säuren aufzunehmen, als auch Säuren abzugeben. Wir haben also jetzt Bicarbonat in unser Blut gerührt und wenn wir jetzt Kohlendioxid in unser Blut blasen und dann messen, bleibt das Blut über weite Strecken völlig pH-stabil. Das Bicarbonat bildet mit der Kohlensäure ein Puffersystem, das sowohl zu viel Säuren als auch zu wenig Säuren ausgleicht. Was heißt das jetzt für unser schönes Diagramm? Wir können jetzt verschiedene Linien für das Bicarbonatpuffer einzeichnen. Für jede Konzentration eine Linie.
Normal wären 24 Millimol pro Liter mit einer Abweichung von 2 Millimol hoch und runter. Die Abstände werden nebenbei wieder logarithmisch gewählt. Nach rechts wird das Puffer dicker. Was nützt das? Eine ganze Menge. Nehmen wir unser Beispiel mit der Hyperventilation auf 20 mm. Dank des Puffers ist es möglich, den zentralen Wert pH stabil zu halten. Wir verbrauchen dafür allerdings von diesem schönen Puffer. Und wie viel lässt sich ganz genau dank dieser Kurve vorhersagen? Wir müssen das Bicarbonat von 24 auf 12 absenken und schon kreuzt die Linie, die von den 20 mm CO2 kommt, in einem völlig ungefährlichen, neutralen Bereich im Blut. Wir haben also Bicarbonat abgebaut, wir sagen auch verbraucht, und dafür das Hauptziel erreicht, pH stabil, und nebenbei haben wir damit auch überlebt. Es gibt noch zwei weitere wichtige Puffersysteme. Sie bestehen aus Eiweißkörpern und aus Ammoniak. Somit gibt es einmal das Bicarbonatpuffer und das Nicht-Bicarbonatpuffer, heißt wirklich so. Zusammen gibt das das Gesamtpuffer, also Bicarbonat und Nicht-Bicarbonatpuffer, gemeinsam 48 Millimol pro Liter. Wenn mehr davon vorhanden ist, nennen wir das Basenüberschuss. Ist zu wenig davon, nicht Basenmangel, sondern komischerweise negativer Basenüberschuss, ist aber das Gleiche. Das können wir jetzt auch noch in unser Diagramm einmalen. So, und jetzt haben wir auf den ersten Blick ein leicht verwirrendes Diagramm, das nach dem dänischen Arzt Ole Sigurd Andersen benannt ist. Hier sehen Sie. Darin haben wir also jetzt den pH, das CO2, das Bicarbonatpuffer, vor allen Dingen wichtig für atembedingte Abweichungen, und das Gesamtpuffer, Base Excess, vor allen Dingen wichtig für stoffwechselbedingte Abweichungen. Die unterschiedlichen Formen von linearen und logarithmischen Maßstäben sind wichtig, damit wir am Ende so schöne gerade Linien bekommen. Falls Sie bisher durchgehalten haben, herzlichen Glückwunsch. Das war aber leider notwendig. Vielleicht noch, wie messen wir das Ganze? Mit der Blutgasanalyse. Da wird einfach ein paar Tropfen Blut am Finger abgenommen und dann in so einer Maschine analysiert. Früher war da ein ganzes Labor nötig. Falls das bei Ihnen noch nie gemacht wurde, brauchen Sie nicht zu wundern. Sie finden solche Geräte meist nur bei Lungenärzten oder in Kliniken oder auf Intensivstationen. Werfen wir nochmals einen Blick auf das Diagramm. Optimal ist es dann, wenn in allen vier Bereichen ein Normwert vorliegt. Am wichtigsten pH, dann CO2 und dann die beiden Pufferbereiche, Bicarbonat und Gesamtpuffer. Sie erhöhen unsere Stabilität. Abweichungen haben, ein bisschen vereinfacht, folgende Folgen. Wenn zu viel Säure da ist, Azidose, führt das zu einer Untererregung, Dämpfung des Nervensystems und am Ende Koma. Zu wenig Säure, Alkalose, bewirkt eine Übererregung. Zu viel Kohlendioxid macht gleichfalls eine Dämpfung bis zur Narkose und erweitert die Gefäße. Zu wenig Kohlendioxid führt zu einer Übererregung, Engstellung der Gefäße. Und bei allen diesen vier Veränderungen sind Störungen des Elektrolythaushaltes, Calcium, Magnesium, Kalium, auch noch gleich damit verbunden. Ein Verlust von Bicarbonat führt erst einmal nicht zu bestimmten Symptomen, aber unsere pH-Regulation wird insgesamt instabiler. Dazu kommen wir noch später. So, und jetzt hätten wir die Grundlagen gelegt, um die Fragen vom Anfang zu beantworten. Warum ist es so schwer, Atemgewohnheiten insbesondere bei der chronischen Hyperventilation zu ändern? Und die Details kommen dann im nächsten Video.